Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem DAF-Interview. Unser Thema in den nächsten Minuten: die weltweite Schuldenkrise und mögliche Lösungsansätze. Bei mir ist jetzt zu Gast Dr. Helmut Becker, der Leiter des Instituts für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation, kurz IWK München. Herr Dr. Becker, Sie meinen, Griechenland ist ein Glücksfall für die Welt. Wie ist diese Aussage im Kontext der weltweiten Schuldenkrise denn zu verstehen? Ja, ganz einfach. Die Welt ist verschuldet und hat sich in den letzten 30, 40 Jahren auf ein Schuldenniveau hochgeschraubt, das unter normalen Umständen, selbst mit normalen Wachstumsraten, nicht mehr auf die Dauer ertragen werden kann. Griechenland war sozusagen der Warnruf, die große Glocke, die geläutet hat, um auf diesen Umstand hinzuweisen. Das heißt, Sie müssen immer wieder irgendein Land haben, das im Grunde genommen am Beginn dieser Schuldenkrise steht, um die anderen zu warnen, in ihrem Treiben, wenn Sie so wollen, nicht mehr fortzufahren oder ihr Treiben zu korrigieren. Gehen Sie denn jetzt wirklich davon aus, dass den Politikern weltweit der Ernst der eigenen Lage bewusst ist? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, man muss differenzieren. Den europäischen Politikern ja, und da lobenswerterweise und dankenswerterweise steht Deutschland ganz vorne. Also das Triumvirat, beispielsweise Merkel, Schäuble, Asmussen oder Quadrumvirat, Asmussen, Schäuble, Weidmann haben sehr frühzeitig erkannt, dass wir in der Gesamtverschuldung nicht mehr weitermachen können und haben in Deutschland eine Schuldenbremse eingezogen, wie in der Schweiz im Übrigen auch schon vorher. Das heißt, ab dem Jahre 2015 darf der Schuldenbestand nicht weiter erhöht werden. Er muss nicht abgebaut werden, aber er darf nicht weiter anwachsen. Diese sogenannte Schuldenbremse führt eben dazu, dass die Neuverschuldung, die jährliche, fast gegen Null gehen muss. Und infolgedessen bleibt die Zinsbelastung für sich genommen gleich. Das ist ein Modell, das der übrigen Welt noch bevorsteht, denn dort wachsen die Schuldenbestände in allen Ländern weiter an. Herr Dr. Becker, schauen wir auch auf die USA. Die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen haben sich trotz Niedrigzinspolitik der Fed seit Mai 2013 in der Spitze nahezu verdoppelt. Wann würden die Amerikaner denn ernsthafte Probleme mit der Refinanzierung bekommen? Also die Amerikaner haben keine ernsthaften Probleme hinsichtlich der Finanzierung ihrer Defizite. Denn Amerika ist in der Lage, anders als jeder andere Staat, der Stoff, aus dem die Träume sind, nämlich Devisen, um außenwirtschaftliche Defizite zu begleichen, und die Welt eben hat ihre Schulden über diese Defizite ja in der Regel erwirtschaftet, diesen Stoff selber herzustellen. Mit anderen Worten, einfach ausgedrückt, die Amerikaner können Dollar drucken, und das tun sie im sehr hohem Umfang. Die Zentralbank, die also die Dollardruckmaschine sozusagen ist, kauft im Monat für 85 oder hat im Monat für 85 Milliarden Dollar Staatsanleihen gekauft und finanziert somit das amerikanische Staatsdefizit. Das heißt, die Amerikaner können Dollar selber herstellen und können damit auch ihre Defizite begleichen, solange die Welt im Grunde genommen an den Dollar glaubt. Denn auch Amerika braucht Importe, auch Amerika muss diese Importe in eigener Währung, sprich in Dollar, bezahlen. Und wenn die Welt nicht mehr an den Dollar glauben, würde der Dollar in einem Ausmaß abwerten, das den Amerikanern Höhen und Sehen vergeht. Aber wenn das erhoffte Wachstum jetzt ausbleibt, dann könnte es doch auch für Amerika massive Probleme geben, oder? In der Tat. Das ganze Szenario einer gleitenden Schuldenlösung, das heißt Stopp der Neuverschuldung, sozusagen Konsolidierung der Altschulden oder Zementierung der Altschulden auf dem vorhandenen Niveau und langsamer Abbau dieser Altschulden über Null Neuverschuldung und über Wachstum und steigende Steuereinnahmen beruht eben auf der Annahme, dass die Wirtschaft und die Weltwirtschaft weiter wächst. Diese Annahme, muss ich sagen, die ist kritisch zu hinterfragen. Das ist im Moment in der Wissenschaft und auch in der Öffentlichkeit noch, wird das noch überhaupt nicht diskutiert, dass wir nicht nur in einer Verschuldungskrise stecken, sondern eben auch in einer veritablen Wachstumskrise. Und genau dieses Problem wird uns noch weiter beschäftigen, und das wird zunehmend kritischer werden, denn das Wachstum bleibt aus.
An allen Ecken und Kanten fordern die Staaten und die Regierungen oder wollen Wachstum haben, Wachstum, 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 und sie stellen fest, voller Frustration, das Wachstum kommt nicht. Selbst in Amerika, wo der Aufschwung ja nun oder die Erholung im Gang ist, ist er nie so stark, wie man sich das erhofft hat nach dieser starken Krise, die hinter einem liegt. Eigentlich hätte man einen Boom erwarten können, der ist aber ausgeblieben. Das heißt, das sind andere Kräfte am Werk, die Wachstumsprozesse im Moment stören oder die kein Wachstum zustande kommen lassen. Aber welche Alternativen gibt es denn, wenn das Wachstum wirklich ausbleibt? Ja, wenn das erhoffte Wachstum ausbleibt, dann werden wir dieselbe Lösung haben wie 1929 folgende. Ich meine, ich erwarte jetzt nun nicht gut, dass wir dieses auf kriegerischem Wege lösen, denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das Verschuldenproblem gelöst. Ja, wir haben wieder aufgebaut, wir hatten Wachstumsraten real in Deutschland von 10%, in Amerika genauso. Und über dieses Wachstum haben wir dann die Gesamtverschuldung sehr schnell zu Ende gebracht, abgesehen davon, dass in Deutschland eben die Neubewertung oder die Währungsreform ohnehin die Schulden auf Null gebracht hat. Aber das war in anderen Ländern aber nicht. Aber in anderen Ländern hat eben der Wiederaufbau, der wirtschaftliche, nach dem Krieg dazu geführt. Jetzt können wir auf einen Wiederaufbau nicht rechnen. Im Gegenteil, die Staaten haben alle über keynesianische Programme in den letzten 30 Jahren ihr Pulver verschoffen. Deshalb sind wir ja gerade auf dieses Schuldenniveau, auf den hohen Schuldenstand gekommen, weil wir unentwegt keynesianische Konjunkturankurbelungsprogramme gefahren haben, ohne im Aufschwung, der danach folgte, die Schulden wieder zurückzufahren. Das heißt, wir haben uns einseitig immer weiter nach oben gehangelt. So, und dieser Prozess geht zu Ende. Keynes zieht nicht mehr. Wir haben eine Nullzinspolitik weltweit. In jedem Lehrbuch der Volkswirtschaft steht drin, wenn die Zinsen gegen Null gehen, explodieren die Investitionen. Das Einzige, was jetzt explodiert, ist, ja, ich weiß nicht, aber jedenfalls nicht die Investitionen. Herr Dr. Becker, geben Sie uns doch zum Schluss noch einen Tipp. Wie kann der Anleger denn jetzt in diesem unsicheren Umfeld sein Kapital am besten schützen? Ja, wir müssen zweierlei unterscheiden. Einmal, das Kapital schützen heißt den Bestand und den Wert erhalten. Zum Zweiten, das, was wir jetzt in den letzten 50 Jahren uns daran gewöhnt haben, den Bestand mehren. Das heißt, Kapitalvermehrung, Renditen zu erzielen. Die Renditen in dem Kapital, was verfügbar ist, in dem Geldkapital, können nicht höher sein als das, was die Zentralbanken auch ausloben oder die Staaten. Das heißt, die Renditen liegen sehr niedrig in der Größenordnung von Null. Weil eben das reale Wachstum fehlt. Punkt 1. Also daran wird sich kurzfristig nichts ändern. Aber der zweite Punkt, Kapital erhalten, heißt, man kann natürlich solche Anlagen tätigen, wo man zumindest sicher ist, dass es auf lange Sicht das Kapital nicht verloren geht. Das sind zum einen Staatspapiere, nehmen Sie die Bundesrepublik oder nehmen Sie selbst auch die USA, weil zumindest die in sicherer Schuldner sind. Ob sie dann für ihre Dollars, die sie in 10 oder 20 Jahren zurückkriegen, umgerechnet in Euro oder in eine andere Währung, dafür noch viel kriegen werden, das ist eine andere Frage. Aber zumindest in Dollar sind die Amerikaner mit Sicherheit ein sicherer Schuldner. Und sie können natürlich Aktien kaufen, weil die Industrieunternehmen, nehmen Sie nur die deutsche Automobilindustrie, die Premiumhersteller, ich will hier keine Namen nennen, aber das sind eigentlich sichere Bänke, oder die Großunternehmen der Chemie oder der Halbleitertechnik oder wo auch immer Sie hinschauen, das sind Werte, weil da Know-how-Inseln sind. Die wissen, die können was herstellen und können was produzieren. Und selbst wenn es hart auf hart kommt, das war genauso nach dem letzten Zusammenbruch, nach der letzten Weltwirtschaftskrise, Großkonzerne für sich genommen haben, immer wieder überlebt, weil die das Know-how haben, etwas herzustellen. Das heißt, das sind Werteträger, an denen man sich beteiligen kann. Manchmal muss man allerdings lange einen Atem haben und auch lange warten, bis dann der ursprüngliche Wert wieder dargestellt ist oder wieder erreicht ist. Aber er geht nicht verloren. Die machen nicht pleite. Das will ich damit sagen. Dr. Helmut Becker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie mal eine Sendung oder ein Interview verpasst haben, kein Problem. Schauen Sie einfach im Internet nach unter www.daf.fm.